Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich stehe hier vor dem Jülicher Supercomputing Center, das neben einigen der leistungsstärksten Supercomputer der Welt auch die Tor-Datenbank beherbergt. Fangen wir an. Um auf die Tor-Datenbank zugreifen zu können, müssen wir den Weblink https://join.fz-jülich.de eingeben. Es erscheint dieses Anmeldefenster. Unter Create Account können Sie sich selbst ein Konto erstellen, diese Angaben einfach ausfüllen. Bei Sign Up wird dann eine E-Mail geschickt, die Sie bestätigen müssen, und danach können Sie das Programm verwenden. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen sollten, können Sie über den Forget Password Link ein neues besorgen. Jetzt logge ich mich mit meinem Nutzerkonto hier ein. Und wir sehen diese Startseite hier, die uns den Zugang zu den Daten ermöglicht. In diesem Video möchte ich Ihnen das Map-Interface erklären. In einem anderen Video werde ich auf das REST-Interface zu sprechen kommen. Sie sehen auch nochmal eine Beschreibung zu dem Tropospheric Ozone Assessment Report, der Link zu der Projektwebseite, der Link zu der Elementar-Zeitschrift mit den Artikeln aus dem Report, hier speziell die Referenz zu dem Datenbankartikel und noch ein weiterer Link zu einem Datenarchiv, in dem Sie vorkompilierte Ozonmetriken finden, wie sie in den Artikeln verwendet wurden. Bitte beachten Sie auch bei Nutzung der Datenbank die Datennutzungsbedingungen, denn es haben sich, wie erwähnt, sehr viele Wissenschaftler und andere Menschen zusammengetan, um diesen Report mit viel Arbeit zu erzeugen, und deswegen wäre es nett, wenn Sie ihn entsprechend zitieren. So, jetzt gehen wir in das Map-Interface. Der Aufbau dieser Seite dauert immer eine Weile, weil die Metadaten von mehreren tausend Stationen geladen werden müssen. Im oberen Bereich dieser Karte sehen Sie eine Anzahl von Filtern, die werde ich Ihnen am Ende noch mal ein bisschen beschreiben. Hier unten sehen Sie jetzt eine Darstellung der einzelnen Messstationen, wo sie auf der Welt verteilt sind. Dort, wo sehr viele Messstationen sehr dicht sind, sehen Sie diese Cluster. Und wenn Sie da draufklicken, wird es aufgeblasen. Als Beispiel schauen wir uns jetzt mal eine Station in Deutschland an. Wir klicken auf diesen Cluster drauf, können nochmal auf den Cluster draufdrücken. Wir wählen eine Station in der Nähe von Jülich namens Niederzier. Am einfachsten wäre das in der Tat, wenn ich hier oben einfach den Stationsnamen eingebe, auf Apply Filters gehe und da ist sie schon. Wenn ich auf diesen Marker klicke hier, bekomme ich einmal eine Anzeige nochmal über das Netzwerk, von dem die Daten stammen. Identifier, in diesem Fall Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Station 74. Und wir haben hier oben einen Link, der die Metadaten beschreibt, hier unten dann diverse Links, mit denen wir auf die Daten zugreifen können. Hier ist nochmal der Stationsname gezeigt und die Koordinaten der Station. Klicke ich auf diesen Link, der die Metadaten enthält, bekomme ich eine Beschreibung der Station, um welche Art Station es handelt, in diesem Fall ein Industriegebiet und im ländlichen Raum. Ich habe nochmal Stationsname, Koordinaten und Ähnliches. Und hinweisen möchte ich vor allem hier auf diese Metadaten, die zum Beispiel die Nighttime Lights beschreiben oder eine Klimazone, Weizenproduktion, Reisproduktion. Das sind alles Daten, die wir aus globalen Satellitendaten oder anderen globalen Datenprodukten extrahiert haben und die eben eine global einheitliche Klassifizierung der Stationen dadurch ermöglichen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Landnutzungsbeschreibung, wo Sie sehen können, in welcher Umgebung diese Station liegt. Ähnliche Metadaten gibt es dann auch für die einzelnen Zeitreihen, die wir zu dieser Station gespeichert haben. Die meteorologischen Größen hier entstammen einer Reanalyse, das sind also eine Modellrechnung, aber die chemischen Größen, also Partikelkonzentration hier, Ozon, das war's wohl, ja, Partikelkonzentration, Ozon an dieser Station sind eben Messwerte. Wenn ich jetzt auf das Ozon hier klicke, dann klappt sich diese Box aus
wo ich einfach nochmal sehe, wie die Messgröße heißt, in welchen Einheiten sie ursprünglich gemessen wurden, von wem die Daten stammen, wann wir die Messreihe angelegt haben, wann die neuesten Daten hinzugekommen sind und über welchen Zeitraum sich die Datenreihe erstreckt. Wenn ich jetzt auf das Datenfenster für Ozon klicke, öffnet sich diese Dialogbox. Ich bekomme hier nochmal angezeigt, von wann bis wann sich die Datenreihe erstreckt und ich kann entsprechend auch eine Auswahl hier treffen. Dann kann ich hier auswählen, in welcher Zeit die Daten zurückgegeben werden sollen, also in der lokalen Zeit oder UTC, was für Modellevaluierung praktisch ist. Man kann hier die Datenfilter einstellen. Normalerweise werden nur die guten Daten zurückgeliefert. In manchen Fällen kann es aber auch sinnvoll sein, sich auch die zweifelhaften oder fehlerhaften Daten mit ausgeben zu lassen. Dann habe ich hier eine Möglichkeit, Stundenwerte anzuzeigen. Das ist eigentlich nur für maximal ein Jahr möglich. Und was ich Ihnen nun als erstes zeigen möchte, ist dieser Data Summary Plot, also eine Zusammenstellung der Daten, wo wir verschiedene Kennzahlen der Ozonmessreihe zusammengetragen haben. Das dauert jetzt einen Moment, weil in diesem Moment die Datenbank abgefragt wird und etwa 100.000 Stundenwerte von 1991 bis 2018 prozessiert werden. Hier haben wir das Ergebnis. Wir sehen hier oben links eine Karte mit der Lage der Station, dann hier die Zeitreihe der Station mit den einzelnen Stundenwerten. Dabei sind markiert solche Abschnitte, in denen wir eine unvollständige Datenabdeckung haben. In gelben Dreiecken sehen wir Monate, bei denen die Datenabdeckung weniger als 75% beträgt. Rote Dreiecke bedeutet, dass da gar keine Daten vorhanden waren. Und wenn es für das ganze Jahr gilt, dann sind es entsprechend rote oder gelbe Balken. Auf der linken Seite dargestellt sind hier typische, also die mittleren Verteilungen als Jahresgang, als Wochengang und als Tagesgang, wobei der Jahres- und Wochengang jeweils nochmal unterteilt sind in Tages- und Nachtwerte. Und der Tagesgang unterteilt ist in die verschiedenen Jahreszeiten. Winter ist dabei grau dargestellt, Frühling blau, Sommer rot und Herbst gelb. In der Mitte sehen wir hier Häufigkeitsverteilungen der Ozonmesswerte, einmal unterteilt nach Jahreszeiten und einmal für die einzelnen Jahre, mit einer Statistik versehen, wenn ein Jahr besonders aus dem Rahmen fällt. Im unteren Bereich dann eine vorläufige Trendanalyse, die eine nicht parametrische Methode verwendet, sogenannte Zen-Teil oder Teil-Zen-Estimate. Und die Ergebnisse hierzu sind eben hier als Balkendiagramm zusammengefasst, einmal für vordefinierte Zeitabschnitte 1990 bis 2001, 2002 bis 2013 oder dann für die gesamte Serie und hier nochmal als Zeitgrößen tabellarisch zusammengefasst. Wenn ich mir diese Dialogbox weiter angucke, sehe ich hier eine große Tabelle, in der verschiedene Statistiken zusammengefasst sind. Das sind also Maßzahlen wie die Anzahl der Messwerte, die prozentuale Zahl der Messwerte, Durchschnittswerte, Standardabweichungen, dann Mittelwerte über die Tagesstunden, über die Nachtstunden oder nur über die sonnenbeschienene Zeit des Tages oder über die dunkle Zeit des Tages, Mediane, Maximumwerte, Minimumwerte oder verschiedene Perzentilklassen. Diese Statistiken sind verfügbar entweder als tägliche Werte, monatliche Werte, saisonal über den Sommer gemittelt, dabei wird nach der Hemisphäre unterschieden, oder jährlich gemittelt. Als Beispiel möchte ich Ihnen mal die monatlichen Tagesmittelwerte zeigen. Die kann man hier entweder als Plot sich anzeigen lassen. Auch hier wieder wurden die Daten jetzt aus der Datenbank extrahiert und dann umgerechnet. Dieser Plot zeigt uns jetzt die monatlichen Tagesmittelwertkonzentrationen, wobei wir hier mit der Maus eben jeweils eine Angabe der einzelnen Werte sehen können. Wir können auch reinzoomen in den Plot hier unten mit diesem Balken und diesen Bereich sonst auch verschieben. Die andere Möglichkeit, diese Werte zu erhalten, ist, indem wir sie uns als Textdatei ausgeben lassen. Nehmen wir dieselben Werte mit diesem Download-Symbol. Dann bekommen wir dann ein neues Fenster eingeblendet, wo im oberen Teil jeweils mit einem Kommentarzeichen die ganzen Metadaten abgebildet sind und hier unten dann mit einem einfachen Datenformat erst das Datum und dann die entsprechenden Messwerte zu sehen sind. Im unteren Teil dieser Dialogbox finden wir eine zweite Tabelle, wo wir spezielle Ozonmetriken angezeigt bekommen, die dann also verwendet werden, um die
Auswirkungen von Ozon auf Gesundheit, Vegetation und Klima abzuschätzen. Dabei handelt es sich um tägliche, monatliche und so weiter Stunden Maximalwerte oder um die jeweils in Tages maximalen 8 Stunden Tagesmittelwerte, die dann in verschiedenen Zeitfenstern berechnet werden können. Die Details entnehmen Sie bitte den entsprechenden Artikel. Oder es gibt andere Metriken hier, wie die europäischen SOMO 35 und SOMO 10, die für Gesundheitsauswirkungen gedacht sind. W90 ist eine amerikanische Metrik zu dem gleichen Zweck. AOT 40 sind Metriken in Europa zur Auswirkung auf Vegetation. B126 wird in Amerika zur Auswirkung auf Vegetation benutzt. Und mit Exceedance Count kann man sich die Überschreitung, die Zahl der Überschreitungen für verschiedene Grenzwerte ausgeben lassen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch kurz zeigen die Flexibilität dieser Filter. Wir haben ja gerade schon einen Filter angewendet, um die Station Niedertier zu finden. Dann löschen wir das jetzt einmal weg. Und dann können wir hier mit Change Filters uns verschiedene andere Filter dazufügen oder wegnehmen. Als Beispiel möchte ich Ihnen mal diese Nighttime Light Intensity zeigen. Mit diesem Dreieck verschiebe ich das auf die andere Spalte hier, kann das mit Accept bestätigen und bekomme dann hier diesen Filter angezeigt. Um jetzt einfach mal städtische Stationen sich ausgeben zu lassen auf der ganzen Welt, geben wir den Wertebereich von 60 bis 63 an. Wieder hier muss ich jetzt hier nochmal rauslöschen. Und wenn ich jetzt auf Apply Filters gehe, dann dauert es einen Moment, bis eben alle diese Stationen angezeigt werden, die eine hohe Lichtdichte in der Nacht aufweisen. Weltweit geht das über Reset Map. Und hier sehe ich jetzt, dass insgesamt 44.000 Zeitreihen gefunden wurden, was jetzt allerdings auch Zeitreihen beinhaltet, die nicht Ozon sind. Wenn ich das jetzt also einschränken möchte auf Ozonmessreihen, muss ich hier Ozon auswählen und nochmal Apply Filters auswählen. Dann wird sich die Zahl etwas reduzieren auf 4734. Ja, und jetzt können Sie natürlich wieder in eine andere Region reinzoomen, diesmal zum Beispiel Japan. Hier auf so etwas klicken und dann, wenn Sie dann wieder auf eine einzelne Station klicken, sehen Sie wieder hier den Link zu den Metadaten oder den Link zu den Ozondaten. Ja, damit ist die Vorführung beendet und zum Schluss des Videos logge ich mich einfach aus.